Movistar Riders gegen Smash Esports auf der dritten Map, nachdem Smash die erste gewonnen hat, Movistar Riders die zweite entscheiden konnte, gehen wir auf die dritte und damit in die alles entscheidende Map hier. Oh, das sollte ich noch anpassen, so. Good luck hier vorne an beide Teams und wir sehen ordentlich Utility bei Movistar Riders. Entfernen und eine sehr granatenlastige Map, vor allem durch die Banane. Oh, schön Ei. Zwei schöne Eis. Schon mal ein bisschen Damage. Das macht den Headshot dann nochmal. Oder auch den Bodyshot um einiges schmerzhafter. Und da wird jetzt viel zusammengepiekt. Er kriegt einen kleinen Hit. Hat aber natürlich auch die Information, dass da zwei sind. Und Krux aimt das Ganze Richtung Banane ab. Man baut erstmal Richtung auf bei Smash. Flash Richtung Mitte. Damit gößt der Raum erstmal Smash. Außer, wichtig zu beachten, ist Lowell. Der da mit dem Diffuse-Kit und der Smoke Richtung Lang in der Ecke ist. Ah, jetzt sehen wir es auch. Oh, der hat eine verdammt schöne Position. Wenn sie das nicht checken, der kann so viel Impact haben. Oh, haben sie da jetzt Fokus drauf? Scheint nicht so. Sie gehen nämlich aus den Apps raus. Da steht Steel. Aber der hat den Spieler jetzt gesehen. Ist selber natürlich auch bekannt. Prefight jetzt da durch. Macht ordentlich Schaden gegen Bubble. Muss sich jetzt zurückziehen. Richtung Spot mit seinem Mate. SO ist bei ihm. Es geht raus. Drei Spieler schon gedroppt. Da den Weg haben sie ganz gut. Steel mit dem ersten Headshot. Steel mit dem zweiten Headshot. Sein Mate, der ist auch da. Steel mit dem dritten. Steel mit dem vierten. Was eine Piste ohne. Vom Spanier. Ah, vom Brasilianer, pardon. Der hält den Aspar da auf jeden Fall sehr, sehr clean. Und damit geht die erste Runde an das größtenteils spanische Team. Hui. Die war schön, die Piste-Runde. Ja, sie natürlich auch schon in der Vergangenheit auf höherem Niveau gespielt. Also ohne jetzt Movistar Riders klein reden zu wollen, aber er war durchaus auch schon kurzzeitig auf Top 10 Niveau. Und jetzt sehen wir viermal die CZ und einmal die Digi bei Krux. Ja, erstmal langsam. Ein bisschen Banane eingenommen bei Smash Esports. Die wollen da jetzt nach vorne. Jetzt kommt aber die Counterflash und man will mit Timing rumpicken. Aber Bubble hat das ganz auf dem Schirm. Also damit der Vorteil erstmal für Smash Esports. Und sie kriegen eine MP9 raus. Da sind aber noch zwei Spieler da. Das Ganze wird ordentlich genadet und man will durchgehen. Oh, der Mopos, der macht ordentlich Damage. Oh, zwei, der Molotov hilft ihm da ganz gut. Aber auch er selber hat ein bisschen was kassiert. Und von hinten. Die 8. Oh, das ist gut doppelt lang. Kommt von lang. Wie schön ist das denn? Hier umläuft einfach alles. Jetzt muss nach vorne gehen. Gabubble. Nur noch mit 6 HP. Ein Spieler noch auf dem Aspot unterwegs. Das heißt, man hat jetzt den Vorteil. Hier auf dem B-Spot. Aber Mopos macht beide durch die Smoke. Mit der MP9 und Disco Doppler jetzt in 1 gegen 1 auf dem Spot. Der 2. Oh, alles klar. Mopos nur noch auf 27 HP. Ah, und diese Rotation von dem Spieler. Schön. Oh, jetzt ist aber ganz Mopos. Der will natürlich jetzt Zeit dafür. Wartet auf Sammy. Auch den macht er noch. Wunderschöne Runde von ihm mit der MP9. Erstes ist Steel. Jetzt er, die hier die ersten beiden Runden entscheiden. Und damit das 2:0. Und jetzt sehen wir was Interessantes. Drei Nades bei Smash Esports. Wo fliegen diese Nades hin? Wahrscheinlich die Banane hoch, um früh einen Kill zu bekommen. Ja, erstmal fliegen welche von Movistar Riders die Banane runter. Ah, schade, die Nades machen keinen Schaden. Ist halt wenig Investment, $900, um damit vielleicht einen Kill zu bekommen. Mit Only Clocks ist das auf jeden Fall eine Variante. Man hat sowieso noch genug Geld drauf auf dem Konto. Wir sehen es hier. 2.000 € kriegen sie nächste Runde dazu. Das bedeutet $1.900, da kann man den AK bei durchaus spielen.
Das könnte man von hinten und dann wird wahrscheinlich ein fallen, genau. Flawless Runde für Movistar Riders, 3:0 und das ist ein guter Start, die auf der CT-Hälfte von DE Inferno. Und jetzt gibt's die erste Waffenrunde auch auf der Seite von Smash. So, er ist ja immer wieder offensiv hier oben in den Apps, das sind wir von ihm durchaus gewohnt, das spielt er öfters. Selbst mit der AWP, das ist eher ungewohnt. Also einen offensiven Winkel anzuziehen, aber er ist durchaus eine offensive AWP. Und genau da wird er halt eben nicht erwartet. So, die Banane wird eingenommen. Der Mollo wird erstmal in die Smoke geworfen, das ist natürlich unglücklich. Jetzt gibt es eine Support Flash. Oh, jetzt hat Steely verdammt die Position. Der wird gleich letztes Weg. Der kriegt den ersten Frag. Für Support vom Mate. Fates kann das Ganze refraggen, aber auch das Gutoffline kommt jetzt von hinten. Der weiß, wo Esser ist, kann den Kill nicht setzen. Jetzt fällt er aber hinterher. Und damit gehört der Aspot erstmal den Jungs von Smash. Ja, nix. Nur noch auf 4 AP. Der ist also relativ low. Bombe wird jetzt gelegt. Ja, Smoke fliegt auch. Jetzt heißt es Retake für die Movistar Riders. Es ist nur ein bisschen Utility da. Und Alex, er darf jetzt nicht in den AWP reinpieken. Ja, Flash kommt erstmal zum Support. Und jetzt hat er das Timing verpasst. Er weiß nicht, dass Alex da ist. Er wird mit der HE jetzt fein. Damit der Vorteil für Movistar Riders. Boah, das ist gut aufladen. Er wird tatsächlich rausgenommen. Und damit ist der Retake erfolgreich gelungen für die Movistar Riders. Boah, die Native war wunderschön. Schön gespielt. 4:0. Jetzt noch ein Ass im Ärmel. Lol. Smoke das Ganze erstmal, die AE hinterher. Oh, man ist tatsächlich die Mitte runtergegangen. Aber Nex hat das komplett auf dem Schirm. Esther natürlich jetzt mit der AWP, der macht sogar noch den Flag. Krux wollte ich ihn natürlich unbedingt rausnehmen mit den 12 AP. Fates lief erstmal den Server. Klassische Reaktion. Oh, nächster, da stand er kurz in der Smoke, wurde vielleicht sogar durch mit einer Support Flash oder so. Die kommt jetzt erstmal nicht. Lowell zieht sich auch zurück. Die Flash holt auch noch ein bisschen Zeit raus. Es ist jetzt einfach die Arbeit von Movistar, möglichst weit das Ganze rauszuzögern. Smokes liegen. Die Smoke ist wunderschön, vor allem mit dem Boost ins Beet. Lässt sich das Ganze recht gut verbinden. Oh, Lol hat eine schöne Position. Oh, der hat einen Step gehört. Er weiß also, da ist was. Ja, und auch Astor in der Mitte wird jetzt abgesmokt. Was kann der da anrichten? Jetzt kommt es tatsächlich auf Lol drauf an. Wie viele Kills kann der machen? Was kann der in der Zeit rausholen? Alles wird gemollet. Oh, die Smoke. Die könnte ihn abschirmen. Aber Astor, wow, ist das mutig von ihm. Er kriegt einen Frag. Der Mate kriegt einen Frag. Und den letzten, der ist Mopos. Und das war ein schönes Kreuzfeuer da auf dem Marsbot. Aber wie geistig auch Astor ist, er einfach durch Short nachzulaufen. Der ist echt ein verdammt stabiler AWP. Und auch hier funktioniert es recht gut. 5:3 steht der junge Mann. Aber Mopos und Steel sind da momentan die mit den meisten Frags. Auf der Gegenseite ist es halt Disco-Doppler. Bei Fate sehen wir leider die Frags nicht mehr, dadurch, dass er reconnected ist. Wurde auf mich in Banane und Steel einfach die Mitte runter. War berechnet überhaupt nicht. Kriegt er noch einen zweiten? Nein, danach wird er rausgenommen. Aber da hat er sich mehr erwartet. Aber mal offensiven Move, um da vielleicht den einen oder anderen auf dem falschen Fuß zu erwischen,
Das ist durchaus eine gute Idee. Und Estor piekt einfach mal Mitte rein und macht auch da den Kill. So, der hat sich jetzt zurückgezogen. Oh, Estor mit dem... Genau, danach wird er rausgenommen. Fates ist da mit der M4. Aber Alex ist auch sofort wieder da. Und es ist einfach schön gespielt von Movistar Riders. Das ist einfach schön... Was Estor hier gerade für einen Impact hat da auf Long und auch teilweise in der Mitte ist echt beeindruckend. Da kann man einiges von lernen von der offensiven ABP. Und wer hier noch gar nicht ins Match gefunden hat, ist Krux und auch Nex, die durchaus auf Drain die Spieler waren, warum die Map für sich entschieden worden. Nex immer wieder mit wichtigen ABP-Frags, bis jetzt noch nicht so ganz funktioniert. Und jetzt sehen wir ein Stack vom Movistar Riders. Vier Leute Richtung B, die Banane soll also erstmal eingenommen werden. Man scheint damit irgendwas zu rechnen bei Movistar. Jetzt sind zwei Spieler sofort zurückrotiert, nachdem erstmal nichts gekommen ist. Und Bubble, der will sich da jetzt irgendwie vorschleichen, aber da fliegt natürlich sehr, sehr viel gegen. Next, diesmal mit dem Opening Frag. Genau das brauchen sie und Krux auch. Im Part habe ich nur gesagt, die sind noch nicht richtig drin. Jetzt machen sie beide die Opening Frags. Lowe, der ist aber noch da. Und der kann so einen Spot ziemlich, ziemlich frei halten von den Gegnern. Der hat nämlich ein Gehirn wie ein Elefant. Riesig. Oh mein Gott. Das ist wunderschön. Ist das schön. Movistar Riders rechnet damit überhaupt nicht. Alex, der gewinnt es ja nochmal gegen Krux. Der weiß jetzt auch, es geht Richtung B. Vor allem, weil der Spieler dann mit CT kommt. Bubble ist aber da. Und das scheint wohl die erste Runde für Smash zu sein. Das 6-1. So, und Lowell mit seiner M4. Der wird das Ganze nicht mehr probieren. Oh, er könnte vielleicht sogar noch die AWP rausnehmen. Oh, ich glaube, das ist auf jeden Fall sein Plan. Aber wenn er die jetzt pickt... Ja, das wurde gehört. Jetzt wissen sie, wo er ist. Lowell. Ja, ein kleines Versteckspiel jetzt hier mit Nex. Ah, links. Ja, geht da vorbei, ist klar. Also Lowell wird seine Waffe durchbringen. Da gibt es keinen... Er geht nochmal zurück. Nee, doch nicht. Er bleibt erstmal da stehen. Vielleicht gibt es doch nochmal Kontakt. Wenn er da jetzt nochmal rumpiekt, aber ich glaube nicht. Also damit bringt er die AWP mit in die nächste Runde. Und das bedeutet wahrscheinlich wieder einen riesen Impact von Estor. Der kann auch tatsächlich als einziger nicht so gut kaufen. Der einzige, der nur ein bisschen sparen muss, wäre Steel. Der muss wahrscheinlich... Genau, kriegt die Farmers gedroppt. Aber das reicht für eine akzeptable Waffenrunde bei Movistar Riders auf der T-Seite. Hat man Full Smokes. Also da ist alles, was man braucht, um so eine Runde zu gewinnen. So, hier sehen wir es nochmal. Die neuen Statistiken. Geht in die nächste Waffenrunde. Das Gedopplern endet erstmal ab. Also erstmal das defensive Spiel wieder von Smash. Vielleicht diese Mitte-Offensive bestrafen. Boah. Zwei Nades in den Bubble, 46 AP, ein schönes Support-Flash und danach der Opening-Frag. Ja, die Nades haben nicht viel Schaden gemacht, aber danach Mopos mit der M4 auf jeden Fall. Ja, man weiß natürlich jetzt bei Smash immer wieder diese Mittelaggression von den Movistar Riders. Das geht jetzt abzuheben. Auch interessant ist, dass die AWP jetzt Richtung B geht und dafür die M4 Richtung A. Also es sind so kleine Moves, die einfach Runden gewinnen können oder die Runden einfach leichter machen. Die HE entgegen, ja, macht 2 AP Schaden. Aber ich habe gedacht, die macht mehr Schaden, aber auch die trifft nicht ganz. So, Fates muss erstmal die Bombe hier im Spawn holen. Das zieht auch nur mal ein paar Sekunden. Und jetzt sehen wir hier Estor mit der AWP.
Und damit wir zwei Kontaktpunkte auf einmal haben und er will sogar nochmal rein. Ah, er wäre nochmal reingegangen, hätte er die Flash nicht verworfen. Estor mit dem zweiten. Und er geht nochmal. Jetzt kommt die HE von Disco Doppler. Es wäre auch ein bisschen zu viel gewesen, wenn er da jetzt noch reingemacht hätte, Disco Doppler. Und dann mit der Native Jump Pit. Sie wissen wahrscheinlich, da ist noch irgendwo einer. Das geht es jetzt irgendwie zu clearen. Boah, dicke Flash. Das war sogar von Mate. Die Flash war von Mate. Die hat nur Mofos getroffen. Trotzdem macht er den Frack. Oh, und es ist dann nur noch Next. Der wird jetzt weg rotieren. Und Lowell hat ein gutes Timing. 7:1. Brazil, never forget. Und damit sind wir jetzt in der 9. Runde. Und bis jetzt klappt es einfach gut für Movistar Riders. Am Anfang hatten wir ein paar Mal gesehen, dass die Mitte runtergegangen wird. Dann immer wieder die Bananenkontrolle auf der Seite der Movistars. Was Smash fehlt, ist Raum. Banane einnehmen. Mal vielleicht eine Offensive. Fates hat jetzt eine McTen. Vielleicht wird der mal nach vorne gehen. Irgendwas in die Richtung. Wäre vielleicht eine Idee. Oder die Richtung Apps. Einfach mal schauen, was können wir früh einnehmen, dass uns Monster Rise nicht den Raum klaut. Und genau das machen sie wieder. Sie gehen vor Richtung Apps. Wie viel Schaden kann man anrichten? Sie ziehen sich erstmal wieder zurück auf der Seite von Smash. Und die Bananenkontrolle haben sie wenigstens. Apps nicht, aber dafür die Banane. Eine Smoke. Estor kriegt erstmal einen Hit. Bubble wird aber rausgenommen. Ey, jetzt zerschleicht sich da oben auf die Barrels und er macht sogar den Kill. Jetzt geht er raus. Oh, er erwischt der Alex mit der Nate in der Hand. Boah, was ein offensiver Move von ihm. Die Smoke Richtung CT kommt jetzt auch sogar gleich zweimal. Die Bombe wird gelegt und das ist unretakebar für die Jungs von Movistar. Also der Safe. Und damit die zweite Runde für Smash. Und das war mal schön. Fates entscheidet da die Runde quasi alleine. Indem er da mit der McTen offensiv zwei Frags macht. Aber das braucht man jetzt einfach bei Smash. Ein paar Einzelaktionen. Vielleicht nochmal ein bisschen Selbstvertrauen aus Movistar Riders Team. Individuell ist man einfach gerade hinten dran. Bei den Movistar Riders. So, jetzt endlich mal wieder eine Runde für Smash. Zweimal die Krieg bei Smash auf Fates und Next haben sich da eine gekauft, gegönnt. Aber wieder die Bananenkontrolle bei Movistar Riders. Es ist halt, dadurch, dass man Apps hat, also wenn man die Banane hat, dann hat man hier unten alles. Und wenn man halt Apps hat, dann regelt man halt hier ab und dann hat man halt nicht mehr viel, wo man mit arbeiten kann, denn dieser Winkel hier ist durchaus gefährlich und auch diese Winkel hier sind gefährlich. Das heißt, die Mitte ist fast komplett nicht einnehmbar. Hier auch die falsche Mitte durch den Apps-Spieler. Das ist echt schwer dann für Smash irgendeine Richtung zu finden bei so einer starken Map-Kontrolle. Jetzt vergeben die Kills, die fallen einfach Stil mit einem super Spray da und drei Frags für ihn. Ach man, Smash probiert's. Oh, Mopos mit der MP9 hat nicht ganz getroffen. Fates dreht sie einfach rum und gibt ihn in Gesicht. Jetzt hat er Bock. Er weiß, dass einer unter Bacon ist. Oh, Bubble, dreh dich um, du wirst da angeschossen. Spieler gesehen, Kill gemacht. Fates, der ist da, macht doch noch den zweiten Frag. Jetzt ist noch einer auf dem Spot, auf der muss gekillt werden. Wird er aber nicht, Alex mit dem ersten. Und Bubble, der hat nur noch 17 AP und gewinnt das Duell. Also 1 gegen 1 Situation. Estor hat eine AWP und vor allem eine HE. Und die wird verdammt gefährlich, weil die Granate könnte das Ende für Bubble bedeuten. Position jetzt bekannt. Schöne Rotation von Bubble. Jetzt wird die AE wahrscheinlich geflogen kommen. Genau jetzt macht aber keinen Kill. Estor hat das noch nicht auf dem Schirm, dass er gecrossed ist. 1 gegen 1 Situation. Die Fake Flash nach rechts geht aber nach links. Und Bubble will das Ganze jetzt umlaufen.
Wer hat das Esther auf dem Schirm? Er geht nochmal hoch in die Apps. Das ist eine schöne Rotation. Ja, Esther, der weiß nicht, wo ist der? Der muss das aber, er rechnet immer noch damit, dass er da hinterm Spot steht. Ah, wenn Bubble jetzt schon piekt, wäre es ein bisschen zu früh. Ah, Esther sucht alles ab und Bubble hört das Ganze. Jetzt hat er seine geht nach vorne und Bubble gewinnt das Duell. Fates macht die Runde möglich. 7:3 und die letzten zwei Runden waren schön von Smash. Weiter so. Und kein Geld bei Booster Riders. Das kommt erschreckenderweise dazu. Und damit ist vielleicht auch jetzt das 7:4 möglich. Und man muss sich das mal vor Augen führen. Smash kann immer noch die Halbzeit gewinnen. Und das, obwohl dieser Anfang so dominant war. Ich wollte jetzt mit einer Flash mal ein bisschen auf Info gehen. Vielleicht einen Frag, Flow-Spieler rausnehmen. Man versammelt sich bei Smash erstmal vor. Ah, smoked fröhlich ab. Jetzt gibt es nochmal die Flash Richtung Mitte. Jetzt will man bei Esther nochmal nach vorne. Position bekannt. Aber er weiß natürlich auch, wo die Gegner sind. AI nach links. Ah, sie arbeiten sich ganz langsam vor. Ah, Lowell, ja, was mit dem Taser? Oh, Lowell. Oh, er macht tatsächlich. Der Taser-Kill gegen Disco Dopplern. Und noch so richtig zu durchstellen. Oh, Bugs braucht. Länger als erwartet wieder die Doppelsmoke. Ach, schlechte Absprache von Smash. Die Smoke hätten sie echt noch gebrauchen können. Lowell hat seinen Weg Richtung Asbrock gefunden mit der Krieg. Aber bei Smash sieht es eher so aus, als will man doch Richtung B gehen. Aber wir legen die Smoke nach hinten. Er versucht den ganzen Raum jetzt hier einzunehmen. Flash Richtung Spot. Bei Moose rotiert man auch nur. Lowell, der ist, kommt von hinten. Und wir wollen auf den Spot gehen, ganz klar. So, hier ist rein gekillt mittlerweile. Aber irgendwie gewinnt Moose da wieder die Runde. Was ist denn hier heute mit den Egos los? Egos und Force Spies werden aus Prinzip nur gewonnen. Ich weiß echt nicht, was los ist. Man geht da alleine gegen den Taser vor. Verliert die Krieg. Das ist der erste Move, dann Richtung B. Man rotiert schnell bei Movistar Riders. Man kann es irgendwie nicht alles absmoken. Die Flash sitzt nicht. Und so schnell verliert man hier die Runde bei Smash. Und das kann einen richtig das Genick brechen. Vor allem mental. Da muss man schon stark für sein. Es gibt da viele. Gut, das sind keine Profis, aber die nach so einer Runde dann durchaus mal täten. Ich zähle mich selber auch dazu. Es ist verdammt schwer. So. Ich nutze die Pause nochmal. Ausrufezeichen Feedback. Könnt ihr Feedback schreiben? Was haltet ihr von mir? Was kann ich besser machen? Das würde mich sehr freuen, weil es mich halt sehr, sehr weiterbringt. Und natürlich danke, dass ihr zuschaut. Oh, Esther mit dem Rumboost. Der hat den Spieler gesehen. Opening Frag. Wunderschön. Die AWP wird sofort rausgenommen. Ja. Fates peakt das Ganze. Und der kann sie durchaus auch bedienen. Aber es ist so früh, so bitter für Smash. Oder es gibt Kontakt in der Banane und auch in den Apps. Und der Kill in den Apps, ja, nimmt nur den Leute raus, aber das DSB ist viel schmerzhaft. Damopos, wunderschöne Position. Es wird nicht gecheckt von Smash. Das darf nicht passieren. Die 12 Frags macht er locker, die Bombe. Die ist noch auf dem Rücken von Fates. Und der muss jetzt nachkommen. Aber es wird natürlich verdammt schwer und Lowell wird das mit einem wunderschönen Timing bestimmt pieken. Vielleicht mit einer schönen Flash, die er sich selber gibt oder irgendwie anders. Mopas hat durchaus auch eine Flash. Jetzt kommt die Smoke, das wird er nicht checken können. Mopas macht mit einem Free K das Ganze hier dicht.
Und die neunte Runde für die Movistar Raiders. Ja, Episenk, der schreibt schon raus. Oder schreibt er schon im Chat. Das nächste Match hier direkt nach dem Beginn. Fliegen direkt rüber. Norderwind gegen Apex. Vertigo, Nuke und Mirage. Ui. Ui. Schöne Maps. Oh Gott. Oh Gott. Obwohl ich mich in Vertigo ein bisschen verliebt habe. Aber noch sind wir auf die Inferno. Und da gibt es erstmal einen Kill. Gegen Movistar Raiders. Er gibt die Position weg, aber man macht dafür auch ordentlich Schaden. Die näht direkt hinterher. Fates gefallen. Oh. Gerade so nochmal gerettet, Mobos. Der kriegt einen Headshot, 8 HP. Aber der Kill, der sitzt zumindest. Und jetzt will man den nochmal vielleicht mit einem schnellen Go Richtung A raus. Vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen Schaden machen, aber Steel ist da. Der kriegt den ersten, kriegt den zweiten. Und jetzt kommt auch der dritte aus der Mitte. Komm, Steel. Nimmt der auch noch mit. Schöne Alter, schöne Runde. Und das war mal eine sauber runtergespielte Anti-Eco von Movistars. Mit Utility früh einsetzen, man kriegt Fades früh raus. Dann in der Mitte smoke man das Ganze ab. Das Timing sitzt nicht, Smash muss durch die Smoke. Das ist einfach gut gespielt von Movistars und so sollte man gegen die Eco spielen. Und ich sag's echt ungern, aber Smash sieht gerade alles andere als gut aus. Movistars zerreißt die gerade etwas. Ich weiß nicht, was passiert ist, weil auf Drain war Smash absolut dominant. Wunderschön gespielt haben sie da. Dann auf Nuke ging's noch einigermaßen. Aber jetzt sieht gerade, das wirkt wie eine Zerstörung. Aber es ist halt auch erst die erste Hälfte. Das heißt, da kann sich auch noch ein bisschen was ändern. So, die Mitte wird erstmal eingenommen von Smash. Weggeflasht und Esso will nochmal reinpieken. Das ist ein typischer Esso, aber Disco Doppler, der kann das bestrafen. Oh, jetzt geht's ganz, ganz schnell Richtung A. Oh, der hat so eine gute Position. Da kriegt aber noch einen Frag. Oh, Lowell, der ist auch noch da. Der kriegt auch noch zwei. Und jetzt geht's in die 2 gegen 2 Situation. Das war ein schöner Zugriff von Smash, obwohl Movistar Raiders verdammt viel Schaden macht. Und beide Spieler kommen jetzt hier langsam auf Smash zu. Einer über die Apps. Das ist ein leichter Frag für Disco Doppler. Der kriegt den ersten, kriegt den zweiten. Und wenn's keiner macht, dann muss es Disco Doppler machen. 4K. Für den Mann. Wir schauen mal drauf. Und das ist doch der Einzige, der richtig gegenschießt hier. 11 zu 12. Sonst kommt Fates noch ein bisschen ran. 8 zu 7. Und sonst haben wir hier Bubble. 5 zu 12. Nex. 2 zu 11. Und Krux. 3 zu 13. Krux und Nex, die auf Train alles rasiert haben, kommen bis jetzt überhaupt nicht ins Spiel. Und auf der anderen Seite ist es halt vor allem Mopos und Steel, die hier gut umdrücken. Schauen wir mal auf die erweiterten Statistiken. So, und jetzt geht's in die letzte Runde der ersten Halbzeit. Erstmal wird die falsche Mitte eingenommen und Krux muss echt nach links gucken, wenn er in die falsche Mitte runtergeht, weil sie sich nicht sicher sind, dass da jemand die Mitte runtergegangen sein kann. Vielleicht könnte es überhaupt laden. Um die Apps einzunehmen. Estor ist aber diesmal nicht da. Der hat sich nämlich Richtung Short gestellt. Oh, Estor wird weggeflasht und er dreht sich sofort wieder rum. Wieder dieser typische, diese offensive AWP. Und es klappt. Krux wird rausgenommen. Opening für Movistar Raiders. Oh, Bubble, der hat den Bock. Oh, er kriegt sogar den Frag. Aber Alex sofort für den Refrag da. Oh, Esso, der steht immer noch im Winkel und nimmt Next raus. Ah, Esso, der steht immer noch im Winkel und kriegt doch noch den nächsten. Esso, was machst du da mit Smash? Disco Doppler ist da. Wenn es einer machen kann, dann er. Jetzt springt er runter, kriegt den ersten Frick. Esso, der springt einfach hoch. Er springt einfach hoch, aber Disco Doppler ist da. Und der ist jetzt im 1 gegen 2. Und das war zu offensiv von Esso da.
Da hat er ein bisschen zu viel gewollt. Das ist nicht echt möglich. Na gut. Oder auch nicht. Alex ist da. 11-4. Good off an beide Teams. Oh Gott, meine Stimme lässt langsam nach. Man muss sich mal kurz was trinken. Das ist gut für den Hals. Wir warten kurz, gucken uns das Ganze hier kurz an, denn es geht auch eigentlich sofort weiter. Ihr könnt, wenn ihr ganz schnell seid, nochmal schnell auf Toilette huschen. Oder euch was zu trinken holen. Und ich werde dasselbe tun. So, kurz bereit gemacht. Es dürfte dann auch eigentlich sofort weitergehen. Wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal. Direkt im Anschluss gehen wir in Apex gegen Norderwind. Direkt ohne Pause. Für euch gut. Für mich auf jeden Fall auch. Weil auch das Spiel bestimmt wahnsinnig spannend ist. Meine Stimme wird sich aber wahrscheinlich nicht so freuen. Aber egal, darum geht es jetzt auch nicht. Smash Esports gegen Movistar Riders. Die zweite Halbzeit. Die Movistar Riders führen 11-4, nachdem sie die erste Map verloren haben, aber dafür die zweite gewonnen. Geht es auf die dritte. Wir sehen's. Inferno für alle, die gerade neu einschalten. Herzlich willkommen natürlich auch an euch. Ich bin der Ping und ich darf euch heute noch etwas begleiten, und zwar bis 18 Uhr mit dem nächsten Best of 3 danach. Ausrufezeichen Twitter findet ihr mein Twitter-Profil und Ausrufezeichen Feedback könnt ihr mir Feedback schreiben, was meine Cast angeht. Vielen Dank schon mal im Voraus, falls das irgendwer macht und sich angesprochen fühlt. Danke, dass ihr zuschaut. Und danke auch natürlich an die Mods. Und danke auch an Smash Esports und Movistar Riders, dass wir hier dieses wunderschöne Spiel internationales Counter-Strikes sehen dürfen. So, Pause wurde weggestrichen. Es geht also weiter. 11-4 und man sieht's wieder. Utility bei Movistar Riders. Und zwar nicht zu knapp. 3 Smokes, dann 2-mal Flash und 2 Molotovs. 2 Molotovs in der Pistole. Das ist schon sehr, sehr stark. Bobby mit der USB ist ja tatsächlich alleine auf B. Man scheint wohl zu wissen, was die Movistar Riders spielen. Und Krux macht direkt 2 hier. Das ist, eine frühe Vorteilsituation. Jetzt sollte man auf jeden Fall rotieren. 2 Spieler fallen auf jeder Seite. Oh, Bubble. Der hat jetzt die Steps gehört. Der geht jetzt wahrscheinlich mit dem Timing nach vorne. Genau jetzt. Oh, die Flash, die war schön. Direkt zu Bergen. Oh, alles klar. Ist nur durch die Smoke gegen Bubble. Prefired das Ganze ein bisschen. Fate wird jetzt die Fuse-Skin und auch Smoke aufnehmen. Nicht erst raus. 2 gegen 2 Situation. Da ist noch eine Molo bei Movistar Riders da. Und auch eine Flash. Beide über die Ruine. Auch da liegt doch eine Smoke. Und zwar ihre eigene. Steel, der weiß nicht, dass da beide Spieler. Oh, die Flash jetzt wird wahrscheinlich da Mopos mit einem Timing rumziehen. Sie gehen nach vorne, Fates schließt das Ganze da aus. Die Smoke gegen Steel, die liegt auf jeden Fall. Krux findet den ersten. Er geht durch die Smoke. Krux mit dem nächsten. Schöne 4 USPS killen. Und damit ist es die 5. Runde für Smash Esports. Und was eine Pistolrunde von Krux. So, wir haben auf beiden Seiten einen leicht eingeschränkten Ball, weil das Geld einfach nicht optimal ist. Aber ein bisschen was haben beide Teams geshoppt. Und zwar bei Movistar Riders haben wir da dreimal die McTenton, die Deagle und auch die Galil. Also ein bisschen zwischen Pistol, SMG und einer Rifle.
Bei den CTs haben wir Preferences. So, Krux, jetzt mit der Papa. Der kriegt den ersten. Wird danach geflasht und ist ziemlich low AP. Wird auch rausgenommen, aber das ist nur Doppler. Der ist da. Der kann ordentlich damit machen. Kriegt er noch einen zweiten danach. Fällt er aber und es endet in der 2 gegen 2 Situation. Der Spot aber eingenommen vom Movistar Riders. Oh, die HE. Ah, die macht ordentlich Damage. Fade über lang. Bubble über Short. Fade. Der alle sieht den ersten Spieler, macht den auch. Er sieht den Kopf von Lowell. Fade. Schöne Headshots da von ihm. Und sie gewinnen den Force. Gewinnen sie den Forceball? Nein, sie gewinnen nicht den Forceball. Sie gewinnen die zweite Runde. Nochmal gegen die Anti-Eco. Gewonnen. Oder gegen den Anti-Force. War ja durchaus ein Force von Movistar Riders. Die müssen jetzt also in eine Sparrunde. Ich bin bei Krux. Skate. Ja, das sieht jetzt recht gut aus bei Smash TV Sports. Sie können sich wenigstens alle Waffen leisten und ordentlich Utility. Krux muss halt auf die MP9 oder spielt die MP9, sagen wir so. Aber das lässt sich mit der richtigen Position doch durchaus verkraften. Wir schauen mal, wo er ist. Ah, hat die Nummer 2. Ja, der rotiert gerade Richtung A, wahrscheinlich Richtung Ed. Hier sehen wir es auch nochmal gleich. Danke, lieber Auto Director, dass du mir zuhörst. also da den Raum eingenommen. So, erstmal ein langsamer Miteinnahme vom Movistar Riders, ein Smoke Richtung Lang. Und jetzt will man dann doch nochmal schnell gehen. Da stehen 3 Spieler auf dem Aspop Bubble, der hat Lang. Und man setzt erstmal ein bisschen Utility ein vom Movistar Riders und zieht damit auch 2 Flashes von Smash. Das ist ganz gut geklappt. Jetzt bremst man nochmal ab. Bubble ist aber jetzt da. Wir haben einen wunderschönen Teil mit Pik. Der kriegt aber nur ein. Steel ist sofort da mit der Galil. Und der piekt nochmal. Diesmal ist es Disco Doppler, der da ist. Vorteil also für Smash. Und jetzt rotiert man nochmal Richtung B. Die Bombe wird gepickt hier von Lowell. Ja, und Next sollte sich bewegen beim Rotieren, denn Fate ist momentan alleine. Er kriegt einen. Oh, was ein Headshot von Estor. Den zweiten kriegt er auch noch. Estor einfach zu stark mit der AK. Bombe kann gelegt werden. Beide Spieler kommen von CT. Ja, keine Utility mehr da. Nur noch eine Flash bei Smash. Oh, das ist gut, Doppler. Wir müssen jetzt nach rechts schauen. Lowe, der wird mit einem guten Timing da rauspicken können, vielleicht. Smoke, das Problem findet den ersten, aber LOL, der ist auch noch da und ist es im 1 gegen 1. Krux weiß oder kennt die Position von LOL und gewinnt das Duell und holt damit die Runde für Smash eSports. Der Defuse geht locker durch. 7 zu 11. Und die CT-Hälfte von Smash sieht bis hierhin um einiges besser aus als die CT-Hälfte. Man kann einfach nicht die Duelle für sie entscheiden, da. Bei Movistar Riders. Da in der Ruine muss man halt ein Kill machen. Danach ist man natürlich bekannt. Mopas nur MacTin. Oh, Disco Doppler mit der AE. Macht ein klein bisschen Schaden. Und da geht es jetzt relativ schnell Richtung A. Die Mitte wird ein bisschen angespielt. Die Apps werden eingenommen. Dieser Molotov-HE kommt jetzt auch. Oft gespielt, Position von ihm bekannt. Sie gehen nach vorne, die Smoke. Ah, die kommt jetzt zu spät. Das heißt, sie gehen ohne Smoke. Mopos mit der Backten erstmal erfolgreich. Ah, der pickt jetzt nicht die AK, die da runtergefallen ist. Er wird aber auch noch nicht rausgenommen. Noel ist da, der kriegt da einen. Aber der Spot, der ist eingenommen. Movistar Riders. Oh, er ist doch wieder durch die Smoke. Scheint ihm heute zu liegen. Ja, und da bleibt nichts anderes übrig. Smash muss speichern. Machen sie auch. Die 2 und 4 kommen mit in die nächste Runde. Und ich habe so das Gefühl, dass zu viel hier auf dem Rücken von Disco Doppler liegt bei Smash eSport. Er immer wieder jemand, der Impact haben muss. Und bei Next läuft halt einfach gerade überhaupt nichts. Muss man halt leider zu sagen, dass da Krux ab und zu noch mal schießt und auch Fates ab und zu
mal gegenschießt, aber Disco Doppler wirklich der einzige ist, der hier gerade bei Smash Esports on point ist. Und bei Movistar Riders ist es halt vor allem die Teamleistung, obwohl Estor natürlich ein wahnsinnig starker Spieler ist und das hier auch und schon das ganze Game zeigt. Eine taktische Pause, wahrscheinlich von Smash Esports. Es geht aber jetzt auch schon weiter. Ja, jetzt braucht man irgendwie neue Lösungsansätze. Was kann Smash machen? Vielleicht die Banane einnehmen, hatten wir bis jetzt noch nicht so gesehen. Offensive Bananeinnahme, da vielleicht danach nochmal zurück. Einfach die Banane erstmal halten als Raum. Tatsächlich den gleichen Charakter fast überall. Charaktere ja durchaus interessant. Auch mal zu betrachten, ob es irgendwie Zusammenhang gibt zwischen Maps. Bis jetzt habe ich noch keine gesehen, aber ich glaube auch, dass es da noch nicht so weit ist. Dass man sagt, okay, ich picke bei der Map den Charakter, bei dem Map den Charakter. Ich glaube, da haben sich die Pro-Teams noch nicht so drauf eingestellt. Aber das wird auf jeden Fall in Zukunft kommen. Könnte ich mir gut vorstellen. Gibt es eigentlich hübsche Kriegsskins? Das ist die nächste Frage. Also ich habe noch keinen schönen Kriegsskin gesehen irgendwie. Das ganze Spiel nicht. Wir spielen irgendwie alle Krieg. Ich kann jetzt auch nochmal auf Steel gehen. Ja gut, die haben jetzt die gleiche, das ist natürlich bitter. Aber irgendwie so richtig hübsch Kriegsskins habe ich bis jetzt hier noch nicht gesehen. Auf keiner der beiden Seiten. Oh, Smash hat erstmal auf 0 runtergeforst. Alles reingesteckt, was irgendwie ging. Die Banane wird diesmal Movistars geschenkt, genauso wie die Mitte. Aber man hat eine kleine Überraschung, und zwar in den Apps. Nach vorne und Steel hat das auf dem Schirm und dann drückt er da halt doch den Headshot. Oh, Bubble findet die Nerven. Und auch noch den zweiten. Schön geaimt von Bubble. Da durch die Corner und dieses kleine Setup, was man sich bei Smash überlegt hat. Funktioniert zumindest in den Apps nicht. Aber auf lang durch eine Einzelleistung von Bubble. Oh, lol. Alles klar. Und damit ist es nur noch Fates. Der muss in 1 gegen 2. Das war schön verloren. Das war schön geaimt. Jetzt ist es Fate. Der muss ins 1 gegen 2. Lowell hat in den kleinen Winkel links und der drückt einfach in das Gesicht von Fate. Damit die 13. Runde für Movistar Riders. Und das, obwohl es eigentlich recht gut angefangen hat, da mit einem Doppelfrag von Bubble auf lang. So, jetzt auf geht's next. Komm, zack, Pakets, wir brauchen mehr von dir, du musst mehr Impact haben. 2.17 ist halt einfach nicht ausreichend, um auf einen Minor zu fahren. Ist halt einfach nicht gut, nur ein Flash-Support, null Nutzwaffenschaden. Ah, das reicht. Wir nehmen ihn da komplett aus dem Spiel raus. Das ist erstmal ein Opening Frag von Krux. Ja, gegen die Eco kann man da mal den einen oder anderen Headshot setzen. Mit einer USPS-Eco ist ein Kill schon mal viel. Wenn man sogar nur einen zweiten findet, wäre das sogar durchaus annehmbar. Ja, sie gehen Richtung 9. Sie wissen natürlich, dass die Spieler da noch auf B sind. Wir schauen mal hier bei Mopos, der nur mit der Glocke unterwegs ist, was der noch machen kann. Krux mit der Krieg natürlich da eine Gefahr. Der dreht sich jetzt nach hinten um. Wurde gesehen, Mac-10. Oh, das Duell muss er halt jetzt gewinnen. Der verliert's. Krux verliert das Duell mit dem Krieg. Oh, Next, alles klar. Da gibt's nochmal einen schönen Tap, aber danach beendet Lowe das Ganze und die Pause. Was kann man bei Smash jetzt machen? Das Geld ist immer noch nicht optimal. Man ist schön bei. Das wäre schon mal ein Anfang. Estor
wird sie wahrscheinlich jetzt nochmal eine AWP gönnen. Weißt du? Ja, kriegt eine gelegt, kauft sich selber keine. Da war die Diegel wohl etwas wichtiger. Verkauft. Beziehungsweise einfach das Geld. Und gleich verteilen. Sieben zu 14. Movistar Riders ist auf dem Weg, das Ganze hier zu gewinnen und damit in die nächste Runde einzuziehen. Für Smash würde es bedeuten, dass die raus sind für dieses Major Qualifier wenigstens. Und das wollen sie auf gar keinen Fall. Das heißt, jetzt nochmal kämpfen in Smash. Nochmal alles reingeben, was man hat. Der Gewinner hiervon spielt gleich gegen Big. Ja, das bedeutet, gleich um 18 Uhr ist es. Aber spielt nachher gegen Big. Sagen wir so. So, Next hat sich da eine schöne kleine One-Way-Smoke gebastelt, die er gleich werfen wird. Smoke Richtung Lang. Molotov fliegt Richtung Short. Um dann den AWP-Winkel rauszunehmen. Und Bubble sammelt nur Informationen Richtung B. Und wann sieht der da Mopos? Und die Frage ist, ist es dann schon zu spät? Jetzt haben wir wieder die Raumeinnahme Richtung A. Und sie wollen aber zurück Richtung B. Mopos hört natürlich da, wie Bubble rumrennt. Oh, schon zu spät. Mopos, wow. Die Smoke fliegt noch, klar, aber er weiß ganz genau, dass er da alleine ist, wenn ich Smoke fliege und einfach voll durchgegast. Mopas mit dem zweiten Frag. Und das nennt man mal Opening spielen. Und das war einfach nur schön. Und auch die Position von Lowell ist einfach wunderbar. Der wird dann spät so viel Impact haben. Er weiß schon mal, Next ist zurück rotiert Richtung Spot. Und oh, Astor misst. Gegen 3 und das ist verdammt schwer für Smash Esports und deswegen safen sie gleich. Das bedeutet die 15. Runde für Movistar Riders und damit wäre nur noch die Overtime offen. Für Smash, aber Lowell wird da spät nochmal zugreifen. Und so wie ich Lowell kenne, da wird er sogar noch einen Frag machen, wenn nicht sogar zwei. Wird sie erstmal ein bisschen geblockt. Wir gucken einfach mal auf Lowell. Der ist der Mann mit der Nummer 6 hier bei ihm. Und er sieht da. Ja, er hat ihn nicht gesehen. Disco Doppler hat eine schöne Position. Jetzt kriegt er den Headshot. Aber natürlich bekannt. Ah, ich denke nicht, dass sie da noch wen machen können. Das ist zu schön gehalten von Smash da. Dann doch keine Waffe mehr verloren. 15 zu 7 und nochmal die taktische Pause von Smash. Die jetzt hier gecallt wird, um vielleicht einfach nochmal zu sprechen, was sie jetzt machen können. Weil natürlich ist man jetzt gebrochen. Es geht hier um die Wurst. Boah, dieser offensive Move, wunderschön. Das wollten wir mal sehen von Smash. Das war mal was Neues. Oh, dicke Nick gegen Mopos. Einfach mal die Mitte runter. Einfach mal so ein offensiver Move. Der Movistar Raiders komplett überfordert. Und auch absolut überrascht. Ja, was macht man jetzt bei Movistar Raiders? Man sollte sich nochmal sammeln. Man hat ein 2-3 Setup bei Smash.
Drei Spieler Richtung A, ein Spieler rotiert das noch rüber, das heißt vier Richtung A. Und währenddessen ist Movistar Riders unterwegs Richtung B. So, jetzt könnte es sein, dass Mesh hier gerade so schlecht rotiert hat, dass es das Game verliert. Man ist alleine bei Bubble. Sie wollen das Ganze auf Retake spielen. Smoke Richtung Lang und der ist rausgenommen. Man ist noch unterwegs drauf zu A. Und jetzt, man rotiert wieder einen Spieler rüber. Man rechnet doch, dass es Richtung A geht. Fate kriegt jetzt hier ordentlich was ab. Ordentlich Utility. Fliegen da Richtung B-Spots. Man kriegt schon mal den ersten Frag raus. Alex mit der AK. Der muss jetzt den Frag finden. Macht er auch. Bobby, der steht auch dort da. Das wäre von dieser 7 Sekunden. Und doch nochmal die 8. Runde für Smash die Spots. Gegen Movistar Riders. Doch nochmal eine Runde für Smash. Movistar Riders mit dreimal der Krieg. Ah, diesmal vielleicht noch auf die Vermutung. Nein, Alex wird gemollied. Den Molly löscht er einfach, um die Bananenkontrolle aufrechtzuerhalten. Da fliegt jetzt noch eine HE rein. Die wird ein bisschen Schaden machen, genau. Für den Anfangsschaden gar nicht so schlecht. Oh, der Blumenkübel. Vielleicht der Boost. Den haben sie, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht gespielt. Oh, guck mal. Eigentlich dürfte sowas gescheckt werden. Aber wenn man sowas einmal spielt, könnte schon sein, dass es vergessen wird. Es geht nach vorne. KCS ist jetzt da. Die checken es nicht. Er kriegt einen Frack. Der Mac kriegt auch noch einen. Durch die Smoke durch. Bubble war das. Der Spot gehört jetzt aber Movistar Riders. Ah, der Retake. Der wird bestimmt gleich eingeleitet. Erstmal rotiert man alle fünf über CT. Keiner kommt von der Banane. Ja, das ist verdammt schwer für Movistar Riders. Da kommt ordentlich Waffengewalt hinterher. Bubble findet erstmal Steve. HE fliegt, Molotov fliegt, man will natürlich jetzt mit jedem Molotov irgendwie das Ganze auskontern. Dann war es ein Boost von Lowell, der kriegt zwei Frags, der muss jetzt gegen drei Disco-Dopplern, hat es auf dem Schirmwert von zwei abgehängt, Smash mit der 9. Runde. Hui, aber Lowell hat es doch mal ordentlich knapp gemacht. Und kommt jetzt die Smash Esports nochmal dran. Movistar Riders, die können nochmal kaufen. Da ist noch ordentlich Geld drauf. Das ist jetzt aber auch wahrscheinlich die letzte Runde. Ich schau mal kurz aufs GoBot. Nächste Runde gibt es dann 2400. Das heißt, nächste Runde wäre dann eine Sparrunde. Dann stände es schon mal 11 zu 15. Und dann sind wir über den magischen 10. Und dann ist hier alles offen. So, Flash von Disco Dopplern. Oh, das... Ah, nee, doch kein Peak. Ich dachte, da würde man mal nach vorne gehen. Die AWP geht ein bisschen weiter. Bubble wieder mit dem Opening Frag. Und auf einmal spielt Smash mit, pardon, ich muss so sagen, mit Eiern. Auf einmal macht man solche Moves, die sie von Anfang an hätte gebrauchen können. Einfach mal durch die Smoke gehen. Es funktioniert. So, Molotov jetzt. Ah, die Rotation kommt. Alex auch Richtung Mitte unterwegs. Smoke Richtung Lang, um die Bibliothek da ein bisschen abzustürmen. Flash jetzt nach rechts. Es geht also Richtung A. Da stehen drei Spieler von Smash Esports. Alex, ja, der klärt da die Ecke. Da wird aber keiner sein. Ist gut, Doppel. Oh, der Boost, den sieht er. Nimmt er raus. Was ein Spray von ihm. Spray Control over 9000. Und auch die Smoke ist gut. Holt nochmal Zeit raus. Oh, Disco-Doppler. Disco-Doppler, genau so. Smoke-Bug. Naja, nutzt er aus. Klar. Keine Frage. Ah, Fates. Rotier Richtung A. Da sind sie. Nicht auf B.
Aber sie sind sich halt sehr, sehr schnell unsicher immer bei Smash, was die Sache angeht. Die Runde, die wird aber letztendlich auch wieder an die Jungs gehen. Also 10 zu 15, die beiden AKs sollten gespeichert werden. Und damit wird's doch noch mal spannender als erwartet. So, Esther. Erstmal mit einer Kelle gegen Nex. Ach, dass der immer so früh fällt, unglücklich. Der hat keine gute Performance. Warte. Oh mein Gott, Grux hat ein schönes Timing. Der kriegt einen Spieler, den zweiten. Kriegt er auch noch nur Alex. Ist danach da, damit er die geht. Oh, Mopos, der kommt mit dem super Timing da durch die Smoke. Und jetzt ist die 2 gegen 2 Situation. Könnte es Monster Riders jetzt beenden? Nein, Disco Doppler ist da. Der kriegt einen Frag. Und Lowell. Ist der bekannt? Jetzt spätestens. Der Suko-Doppler weiß, wo er ist. Lowell, 4 HP. Der könnte hier die Map vielleicht doch noch entscheiden. Der Suko-Doppler wechselt die Position. Die Bombe, die liegt auf dem Spot. Noch eine Minute auf der Uhr. Oh, er kriegt den ersten. Lowell im 1 gegen 1. Bubble, der hat Full HP. Ah, und Lowell, der muss natürlich crossen. Damit der Vorteil für Bubble. Und der hat eine wunderschöne Position. Die kann man sich durchaus merken. Lowell, der muss jetzt irgendwie den Spieler finden. Der fragt sich, wo ist er? Es ist so schwer, vor allem mit jeder Sekunde, die verstreicht, hat er einen Winkel mehr zum Abwehr. Und dann macht das. Bubble, 11. Runde für Smash. Eieiei. Es riecht nach Overtime. Oh Gott. Smash startet so verdammt schlecht. Ich hab's jetzt gesagt, das war wirklich nicht gut für das Level. Und jetzt kommt man irgendwie wieder rein. Und das sogar ohne Nex. Der hatte auch in den letzten Runden keine Frags gemacht. Aber Disco Doppler und Krux rasieren einfach gerade alles. Dreimal, ne, viermal die M4 für Smash. Und einmal die Kappe Bubble. So, Molotov von Disco Doppler, der ist schön getimed. Oben ist ein Deal, der hat natürlich jetzt nur Pistols. Wenn sie jetzt mit den Pistols gewinnen, dann ist hier wirklich alles vorbei. Aber Krux wechselt erstmal hier erfolgreich mit den ersten Breaks und Nex. Ach, schade, der hätte ich ihm auch noch gewonnen. Esther wird auch noch rausgenommen. Ey, Esther, egal welche Situation, der macht immer noch mal einen Kill. Der ist echt ein Wahnsinnsgewinn für das Team. Verdammt starker Aimer. Verdammt starker Spieler mit AWP, mit Pistole, mit allem. Zwölf zu 15. Und so langsam zieht es sich. So, AWP auf beiden Seiten. Nex hat man wieder AWP. Dass der Mann noch nicht verzweifelt ist. Oh, der Boost, ja. Esso ist da. Nein, oh Gott. So, und diesmal Movie Star mit dem Opening Frag. Und zwar Richtung B. Krux rotiert schon. Smoke Richtung lang. Ah, Nex, der wird zurückgeflasht. Der muss einen Winkel zurück. Disco Doppler hat immer noch die Apps. Oh, Nex, der wird nochmal zurückgemollt. Der will eins den Winkel nehmen. Oh, ist der Autodirector kaputt oder möchte uns einfach niemand den anderen zeigen? Oh, jetzt Nex mit der AWP. Und er verliert das Duell gegen Estor. Der Mann ist heute echt nicht on point. Er ist doch mit dem Nächsten. Im Gegensatz zu seinem Gegner ist der eine absolute Maschine. Und jetzt kommt man hier auf den Spot und der ist eingenommen. Steel findet auch den nächsten Fleck. Und jetzt ist es nur noch Krux. Und der muss gegen 5 jetzt in den Retake. Der muss sein Team retten. Und ich möchte es nicht unbedingt
triggern jetzt, aber das wird wohl die Map jetzt für Movistar Riders gewesen sein. Bei aller Liebe, ich traue ihm das nicht zu, vor allem weil... Oh, Steel, alles klar, er beendet's. Movistar Riders gewinnt das Best of Three und zieht damit in die nächste Runde. Und zwar gegen Big